Wunderschönen Donnerstagmorgen bei meinen wöchentlichen Buchtipps. Ich habe heute ein Buch für euch ausgewählt als Buchtipp, das ihr vielleicht schon kennt, nein, das Buch vielleicht nicht, aber den Autor wahrscheinlich, nämlich den Richard Powers, der bekannt ist dafür, dass er eine literarische Verarbeitung von eigentlich schwierigen naturwissenschaftlich-philosophischen Themen macht, die aktuelle Gehirnforschung genauso wie anderes Psychologisches im Echo der Erinnerung oder Musikalität, politische Relevanz in auch einer Familiensaga Klang der Zeit. Er schafft es wunderbar, diese Themen zusammenzuführen und uns einfach in eine Geschichte hineinzuziehen, die uns eigentlich beim Lesen nicht mehr loslässt. Und hier haben wir das große Spiel. Worum geht es in diesem für die Lesefreunde Gott sei Dank relativ umfangreichen Buch? Es spielt im Jahr 2027, eine Insel irgendwo im Pazifik. Es geht um vier Suchende, die verbunden sind durch das große Abenteuer der Menschheit. Diese kleine Insel, Maketea, auf der treffen eben vier Menschen zusammen. Und das ist das wirklich Faszinierende, diese vier Menschen, deren Schicksal nachhaltig miteinander verbunden ist, das ist und mit unserem Planeten verknüpft ist. Die über 90-jährige Meeresforscherin Evelyne Beaulieu, die in den Tiefen immer noch das Spiel des Riesenmantras entziffern möchte, die Künstlerin Ina und ihren Lebensgefährten Freund, den sehr verträumten Büchernarren Ralf. Und der Ralf, der war einst mit einer sehr tiefen Freundschaft verbunden mit Todd Keene. Todd ist ein Computernerd, der inzwischen Millionär ist und in die Demenz abschweift. Und die Freundschaft ist zerbrochen. Und wodurch? Tja, eigentlich beides Sonderlinge, aber was ist da passiert? Worum geht es sonst noch? Es geht um die Zukunft der Meere, um den Klimaschutz, um die Digitalisierung, um künstliche Intelligenz, um die Grenzen des Wachstums. Und das Ganze ist hineingesponnen, hineingewirkt, verwoben in diese faszinierende Geschichte über Freundschaft, Liebe und Tod. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Wobei vor allem das letzte Drittel, das letzte Viertel, würde ich sagen, könnte es wahrscheinlich nicht mehr weglegen. Und er macht auch, also das Ende wird euch verblüffen. Ich spoilere hier überhaupt nichts. Das ist für mich wie ein Krimi, aber dieser Tanz zwischen Wissenschaft, Emotion, zwischen persönlicher Geschichte, Familiengeschichte, Planetengeschichte und dem Zustand. Das ist ja das Tolle, dass Powers, der inzwischen auch schon Pulitzer-Preisträger war für die Wurzel des Lebens, ihm es da einfach gelingt, wirklich all das in einen packenden Roman zu packen. Ja, viel mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Vergnügen bei diesem wunderbaren Buch. Jetzt drehe ich es einfach so herum. Sodala. Ja. Das ist was für uns viel Leser, bei denen kommt dieses Buch dann auch noch dünn vor. Andererseits hat man so viel zu verdauen, allein mit dem Schluss, dann kann ich euch verraten, dass wir eine Zeit beschäftigt sind, bevor wir das nächste Buch nehmen. Alles Gute, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao.